Der Raum füllt sich. Damit kommt auch die Leidenschaft. Wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Vor allem die, die aus dem Beginner-Coaching direkt hier reingehuscht sind. Finde ich sehr, sehr cool. Für die, die hier einfach echt systematisch versuchen, bei jedem Coaching dabei zu sein. Sehr, sehr cool. Ja, werden wir natürlich immer berücksichtigen. Werden wir natürlich immer schauen, dass wir alle hier sehr, sehr schön vorankommen. Worum es heute geht, ist die Marktdynamik. Und die Marktdynamik ist einer der wichtigsten Punkte im Trading, aber halt auch der schwierigsten. Man reißt euch nicht die Haare aus, wenn ihr mit der Marktdynamik noch nicht richtig zurechtkommt, beziehungsweise halt einfach ein bisschen schwer mit reinkommt. Aber wir müssen letztendlich nicht nur verstehen, dass der Markt Unterstützungen und Widerstände hat. Wir müssen nicht nur verstehen, dass der Markt dynamische Widerstände und dynamische Unterstützung hat. Wir müssen nicht nur verstehen, dass der Markt Liquiditätszonen und Market Maker Zonen hat, sondern, was eigentlich viel wichtiger ist, wir müssen verstehen, wie der Markt diese anhandelt, diese Level. Es ist ein Unterschied, einfach mal ganz salopp gesprochen, ganz salopp aufgezeichnet, ob der Markt in einem solchen Muster nach oben geht oder ob der Markt in einem solchen Muster nach oben geht. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Ja, ein paar werden die Antwort schon kennen, ein paar vielleicht noch nicht. Wir haben folgendes Beispiel. Der Markt bildet eine solche Struktur. Wir wollen short gehen. Wir wollen short gehen und zwar sehen wir, dass der Markt hier einen potenziellen Widerstandsbereich bildet. Und jetzt frage ich euch Folgendes. Der Markt macht hier ein neues Tief und es ist für uns logisch, dass wir den Short Trade machen wollen, aus welchem Grund auch immer. Der Markt bewegt sich nach oben. Ist jetzt hier an diesem Punkt. Das Szenario A. Wir schauen einmal Szenario B an. Genauso. Hier oben ist der Widerstandsbereich, wo wir short gehen wollen. Das soll die gleiche Bewegung sein. Wenn das ein bisschen anders ist, tut es mir leid, das soll die gleiche Bewegung sein. Diese Bewegung hier ist aber unterschiedlich. Der Markt geht hoch. Welche Szenario A oder B ist für uns, um short zu handeln, wahrscheinlicher? Denkt mal kurz 10 Sekunden drüber nach und schreibt mir A oder B in den Chat. Ja, das Problem ist, ihr wisst das alles schon, ich hasse euch. Ja, ihr seid doof. Anders gefragt, würde irgendwer A nehmen? Alex fragt, warum B? Sehr gut. Ach, mir fällt und ich hasse euch von ganzem Herzen. Also, pass auf, ihr haltet jetzt erstmal die Schnüss. Wir reden genau darüber. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der ist nochmal wichtig, auch für alle, auch für die Großkotze, die hier meinen, die können hier irgendwie Attacke machen. Aber geil. Warum ist A nicht so sinnvoll wie B? Letztendlich wollen wir die Struktur handeln. Die Struktur sehen wir hier als Short, ja, und wollen deswegen einen Short-Einstieg haben. Der große Unterschied ist hier, wir sehen hier ein starkes Momentum nach oben und wir sehen hier einen sehr, sehr gediegenen, also ich sag mal eine sehr, sehr gediegene Bewegung nach oben. Der große Unterschied ist hier, dass der Markt hier exzessiv aufgekauft wurde und hier immer in Teilschritten aufgekauft wurde. Das bedeutet, hier bei diesen Teilschritten bewegt sich der Markt schön stufenförmig nach oben. Was für uns vor allem auch bedeutet, dass an diesen Leveln, und ich mache es mal in einer anderen Farbe, potenziell immer neue Unterstützungen gebildet werden. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt, wo der Markt hier runterkommt, hat er hier eine Unterstützung. Kommt der Markt runter, hat er hier eine Unterstützung. Kommt der Markt runter, hat er hier eine Unterstützung und so weiter und so fort. Das heißt, überall dort hat der Markt das Potenzial für Käufer wieder Fahrt aufzunehmen. Ganz anders ist es in diesem Fall. Der Markt kommt in einem Momentum nach oben, mit einer Kerze schießt er nach oben und hat hier, wenn er fällt, eigentlich keines Level mehr, was hier richtig aufhält. Das ist das, was ganz, ganz viele als Schwierigkeit sehen, wenn sie sagen, der Markt kommt mit einem Momentum nach oben und was sie sich erhoffen, ist, diese
in diesem Bereich ein Fibonacci-Retracement reinzulegen und zu hoffen, 38er oder 62er Level, irgendwie komme ich da rein. Wer in so einem Move noch long geht, dem ist nicht mehr zu helfen. Das Problem ist, dass die Marktdynamik hier viel mehr spricht, als dass wir sehen, was letztendlich hier überhaupt als Endergebnis ansteht. Das Endergebnis ist, dass wir in beiden Szenarien short gehen. Das hier hat, einfach mal salopp gesprochen, eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, das hier eine 80%ige Wahrscheinlichkeit. Einmal liegt das daran, dass hier sehr, sehr viele Unterstützungen gebildet werden und je mehr Unterstützungen der Markt auf dem Weg nach unten durchbrechen muss, desto schwieriger ist es natürlich. Vor allem auch, wo planen wir unsere Einstiege bei sowas? Beziehungsweise, wo planen wir unsere Ausstiege? Ja, das heißt, wenn wir da irgendwo in den Markt rein wollen, wo können wir den Stopp hinlegen? Das ist relativ einfach. ATR hier drüber. Aber wo haben wir potenzielle Profite? Theoretisch schon hier, theoretisch schon hier, theoretisch schon hier. Weil wir sagen ja, und das ist sehr, sehr sinnvoll, wir nehmen da Teilprofite mit oder zumindest die gesamte Position, wo die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass wir Gegenwehr gegen unsere Positionsrichtung bekommen. Das heißt, überall hier auf diesen Bereichen würde potenzielle Gegenwehr kommen. Hier letztendlich, wo ist die Gegenwehr? Man könnte vermuten hier oder hier unten wieder. Und das ist für uns natürlich chancenrisikotechnisch ein deutlich besseres Szenario. Und das, da sehen wir schon wieder, wie widersprüchlich häufig die Information ist, die wir bekommen, dass wir sagen, das hier ist für uns relativ angenehm reinzugehen. Der Markt kommt langsam auf das Level zu. Hier schießt der Markt in das Level und wir brauchen Eier gegen das Momentum zu gehen. Mittlerweile habe ich es mir fast so Maxime gemacht, gegen das Momentum zu handeln. Ich liebe es, weil ich halt dort die höchste Wahrscheinlichkeit habe, dass ich ein sehr, sehr großes Chancen-zu-Risikoprofil bekomme. Ist das erstmal nachvollziehbar? Vor allem Alex, gib mir mal kurz Feedback, ob das nachvollziehbar ist. Sehr schön. Andrea, gegen das Momentum wäre B. Momentum bezeichnen wir eigentlich immer eine überproportionale Bewegung. Wenn du zum Beispiel siehst, der Markt bewegt sich so nach unten, ist da kein Momentum. Beziehungsweise könnten diese großen Abschnitte als Momentum angesehen werden. Wenn wir sehen, der Markt schießt nach oben, dann sehen wir das als Momentum. Häufig, und das ist so eine kleine Faustformel, wenn die aktuelle Bewegung größer als ein beziehungsweise zwei ATR ist, dann nennen wir das eigentlich Momentum. Ah, nee, genau. Dieser Aufwärtsimpuls ist das Momentum. Alex, gib mir mal gerne Bescheid, ob das für dich auch nachvollziehbar ist. Ansonsten schreib mir auch gerne eine Nachricht, dann machen wir das nochmal. Genau, Mike, B können auch mehrere Kerzen sein, ganz genau. Das ist halt hier die Limitation am Whiteboard. Der Markt geht hier nach unten und kommt hoch. Das hier können zwei grüne Kerzen sein, genau. Letztendlich ist das natürlich auch schwer, das Ganze so blaupausenmäßig festzuhalten. Wir können nicht sagen, das muss eine Kerze sein, das müssen zwei Kerzen sein. Wir brauchen letztendlich eine deutliche Bewegung nach oben. Wir brauchen letztendlich eine überdurchschnittlich große Bewegung, die hier stattfindet. Und sowas sehen wir häufig auch, dass der Markt, genau das ist es, dass der Markt das häufig in einem Schritt macht, beziehungsweise in einem Move und nicht, dass wir sagen, wir bilden hier potenzielle kleine Retracements. Willi schreibt, auf KJPY könnte auf D1 das sein, komme ich gleich zu. Ich glaube auch, genau, wir hatten jetzt einige von diesen Momentumphasen im Markt. Das bedeutet, und das ist Gegenstand, worüber wir heute sprechen wollen, sprechen müssen, für uns ist eigentlich nicht nur interessant, dass hier oben ein Widerstand ist, für uns ist interessant, wie kommt der Markt in diesen verdammten Widerstand rein. Wie sieht diese Bewegung aus? Dafür gehen wir mal in den Chart und ich mache gerne mal den Cut JPY und wir gucken uns den einfach mal an. So, da hat er uns nicht abgeholt. Der Schweinehund ist schon früher ausgebrochen. Fangen wir hier tatsächlich mal an. Wir sehen, dass der Markt zum Beispiel hier eine Momentumkerze bildet. Was wir erwarten können, wie zum Beispiel hier, wir sehen, der Markt hat hier vielleicht hochgebildet, aus welchem Grund auch immer, wollen wir irgendwo in diesem Bereich hier short gehen.
Ja, aus welchem Grund auch immer. Das ist ein fiktiver Grund. Was wir sehen ist, der Markt bildet Stufen und kriegt an diesen Stufen immer potenzielle Kaufkraft. Selbst hier oben noch. Die reicht nicht mehr aus. Aber stufenförmig heißt, wenn wir hier zum Beispiel short gegangen wären, hat der Markt in diesem Fall hier neue Kaufkraft in diesem Bereich bekommen. Der Markt hat hier in diesem Unterstützungsbereich aufgesetzt. Ich mache es nochmal ein bisschen sauberer, anstatt mit meinem hässlichen Pinsel. Diese stufenförmige Bewegung hier liefert dem Markt deutlich harmonischeres Muster. Was dazu führt, und das ist ganz simpel, wenn wir das mal runterbrechen. Eine harmonische Bewegung führt dazu, dass sich gleitende Durchschnitte, Indikatoren, was auch immer, harmonisch bewegen. Im RSI werdet ihr natürlich sehen, dass der Markt hier sich langsam nach oben bewegt. Ihr werdet aber nicht sehen, dass der Markt sich hier überkauft nennt oder überverkauft. Ja, dass er hier so ein Ding bildet. Das bedeutet allein schon für die, die nach diesen Indikatoren Ausschau halten, und es ist ein Ammenmärchen zu sagen, dass professionelle Trader nicht mit Indikatoren handeln. Ja, sie tun es definitiv. Aber das ist für alle die sich rein auf Indikatoren stützen würden, quasi kein Grund zu sagen, zu verkaufen. Das bedeutet einfach nur, wenn der RSI gemächlich steigt, und zwar in einem vernünftigen Verhältnis der Volatilität in Verbindung mit dem Volumen, dass wir hier eine vernünftige Aufwärtsstruktur bekommen, dass der Markt gesund steigt. Sowas nennen wir Trend. Das heißt also, hier ist das Interesse, den Trend zu handeln, durchaus gegeben. Wenn wir sehen zum Beispiel, der Markt bewegt sich mit einer Stufe nach oben, nach unten und schießt nach oben. Wir sehen, der Markt macht hier ein neues Hoch. Was passiert? Fast ohne Halten bricht er erstmal wieder runter. Dieser Stück hier, Copy, Paste, ist fast genauso lang wie dieses Stück. Und wir sehen aber, das hier ist harmonischer nach oben gegangen, nämlich in zwei Teilschritten, 1, 2. Und das hier ist mit einem kleinen Schritt unter 66% Bewegung. Und da sehen wir, das hier ist ein Drittel der Bewegung gewesen, das Stück, das sind zwei Drittel. Das hier ist 50%, das hier ist 50%. Das heißt, sowas hier bildet Stufen. Sowas hier bildet eine potenzielle Unterstützung. Und dementsprechend haben wir, wenn wir hier Short handeln, hier auch eine Unterstützung. Was sehen wir, wenn wir zum Beispiel einfach mal von der Profiterwartung her, das hier ist der Unterstützungsbereich. Der Markt setzt von oben auf. Hier wäre erstmal Ende vom Lied. Gleiches Szenario. Wir gehen hier Short. Dann wäre hier unten erst letztendlich Ende vom Lied. Hier ist die Unterstützung. Das heißt, allein schon von vom gleichen Trade fast her, wir sind in einer Range hier. Wir sind hier absolut in einer Range gefangen. Haben wir trotzdem zwei unterschiedliche Profitmöglichkeiten. Und das, obwohl wir uns gegen ein gefährliches, in Anführungsstrichen, Momentum stellen. Der Grund ist vor allem auch der, und das ist auch vor allem psychologischer Natur. Und da müsst ihr jetzt als fortgeschrittene Traderinnen und Trader der Masterclass zunehmend mit einbauen. Ihr müsst versuchen, Empathie zu entwickeln. Nicht für mich, nicht für den David, auch nicht für irgendwen anders, sondern für die Marktteilnehmer. Ihr müsst versuchen zu verstehen, was die Leute machen, die vor euch in dem Markt sind. Ihr wollt hier oben short gehen. Was ist die Idee der Leute, die hier long gehen und die hier long gehen? Ihr müsst euch überlegen, ihr wärt hier drin. Die Leute, die dazu, also eure Position kann nur ausgeführt werden, wenn andere Leute den Preis da hochdrücken, wenn ihr hier shorten wollt. Das heißt, was ist die Idee der Leute, die hier in den Markt gekommen sind? Auf einmal steigt der Preis und steigt der Preis und steigt der Preis. Glaubt ihr die Erwartung, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Billo-Tradern, sondern ich rede wirklich von Tradern, die eine gewisse Erwartungshaltung an den Markt bringen, die sich durch Trades bezahlen lassen müssen. Ich weiß, das ist eine Koryphäe im Trading, wirklich damit Geld zu verdienen. Aber wir gehen mal davon aus, es gibt Trader, die wirklich Geld verdienen im Trading. Die Idee ist, wenn ich hier unten drin bin und ich sehe, hier oben hat der Markt gestoppt, dann würde ich den Teufel tun und sagen, ich bleibe drin. Wenn ich in so einer Tageskerze drin bin und in diesen Bereich komme, dann nehme ich mir doch sowas von den Gewinn mit. Da nehme ich mir doch sowas von den Gewinn mit. Wir kommen in den Widerstandsbereich. Und der Widerstandsbereich, das kennen die Experten mittlerweile auch schon, wird durch einen Overshoot hier gebildet. Wir kommen in einen Overshoot-Bereich, das müsst ihr jetzt noch nicht wissen,
aber wir kommen in einen Widerstandsbereich und da sehen wir hier ganz deutlich, dass das der Widerstandsbereich ist. Wir kommen da rein, da nehmen wir doch direkt unsere Gewinne mit. Wir erwarten doch nicht, dass wir mit so einem Moment, wo soll die Kerze denn hingehen? Ja, soll die Kerze hier so einen Pisa-Turm bilden? Absolut unrealistisch, auch absolut unharmonisch. Guckt euch die Bewegungen der letzten Tage, der letzten Wochen an. So eine Kerze ist schon deutlich größer als alle Kerzen, die die letzten Wochen passiert sind. Entsprechend, was wir hier machen ist, wir sagen, in diesem Bereich nehmen wir unseren Gewinn mit und wir halten die Schnauze. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Was passiert? Der Markt bricht nach unten. Das heißt also, sich gegen ein Momentum stellen an geschickten Positionen. Ich sage jetzt nicht, ihr seht Momentum, haut da rein, sondern an geschickten Positionen gegen das Momentum zu stellen, sind die besseren Trades. Das, was gefährlicher erscheint, das sind die besseren Trades. Weil ihr halt einfach eine hohe Gewissheit mitbringen könnt, dass ihr sagt, die hier vor dem Momentum in den Markt gekommen sind, die werden sich mit dem Momentum den Gewinn sichern und nicht nach dem Momentum. Und das ist, was wir als fortgeschrittene Trader der Wall Street Story immer und immer wieder beachten müssen. Wir müssen in den Markt gehen, wenn es die wenigsten machen würden, und wir müssen aus dem Markt gehen, wenn es die meisten tun würden. Das klassische Beispiel, immer und immer wieder, ich kann es nicht oft genug sagen, das absteigende Dreieck. Wir wollen hier in den Markt, um den Ausbruch zu handeln. Wir wollen nicht den Ausbruch an sich handeln und wir wollen nicht den Retest handeln. Das kannst du als Anfänger oder als leicht Fortgeschrittener kannst du sowas machen, um ein Gefühl für die Value Area zu bekommen, Liquiditätszone, Umverteilung. Und danach ist das ein absolutes No-Go. Du musst reinkommen, wenn die Party startet und nicht, wenn die Party vorbei ist und du dann auf den Rechnungen sitzen bleibst. Das ist ein sehr, sehr anschauliches Bild, was ich immer und immer wieder reinbringen kann. Wenn der Markt in den Widerstand kommt, da ist die Party vorbei. Die Party beginnt und bringt den Markt in den Widerstand. Im Widerstand ist die Party vorbei. Genauso wollen wir es letztendlich auch machen. Und dementsprechend müssen wir die Fähigkeit erlernen, zu sagen, was ist das Interesse, die hier in diesem Momentum drin sind. Die werden sich hier ihre Gewinne mitnehmen. Und das ist ganz, ganz häufig der Fall. Und dementsprechend findet ihr bei so einem Momentum immer und immer wieder Gewinnmitnahmen, die an solchen Positionen sehr, sehr stark letztendlich vorhanden sind. Und dann habt ihr, wenn ihr hier short in den Markt geht, das heißt da, wo andere ihre Positionen dann letztendlich schließen, da steigt ihr ein. Und ihr seht dann, das hier ist die Profitmöglichkeit. Im Gegensatz zu dem hier. Das ist von der Theorie her nachvollziehbar. Kann man die Gewinnmitnahme der Longhändler am zeitlichen Volumen sehen? Ganz, ganz schwer. Das Volumen gerade am Forex-Markt ist relativ unecht. Das einzige Volumen, was euch richtig was bringt im Trading, ist eigentlich die Times-of-Sale-Liste oder die Level-2-Daten, ja, wo wir zum Beispiel ein Orderbuch haben. Das ist aber viel, viel sinnvoller bei Aktien. Das heißt, das zeitliche Volumen hat eine untergeordnete Rolle. Aber auch da, wenn wir das zeitliche Volumen einmal mit einschalten wollen, dann müssen wir die Verhältnismäßigkeit sehen. Was uns hier interessiert ist, das Volumen ist relativ hoch. Und wenn wir mit hohem Volumen in eine Widerstandszone kommen, ist das Potenzial, dass der Markt korrigiert, deutlich größer. Das ist wie bei einem MACD, für die, die es vielleicht schon kennen oder die sich die Videos schon angeguckt haben. Wenn das Histogramm groß ist und wir in eine Schlüsselzone kommen, wie Widerstand oder Unterstützung, dann ist das Potenzial der Umkehr sehr, sehr groß. Weil das große Volumen, das kluge Geld, das, was den Markt bewegt, geht an Schlüsselzonen letztendlich raus. Weil da letztendlich das große Potenzial liegt, dass der Markt dort scheitert. Und diese Gefahr, dass der Markt an der Unterstützung abprallt und gegen uns läuft, nehmen professionelle Händler oder die Geld mit Trading verdienen, nicht in Kauf oder nur mit einer Teilposition in Kauf. Leonard, bezüglich Dreieck, schreib uns gerne, beziehungsweise das können wir in einer anderen Session machen. Das ist gerade leider nicht hier in dieser Lektion quasi, können wir das nicht so gut unterbringen.
hier sind ja nur Market Order möglich. In so einem Fall nicht unbedingt. In so einem Fall nicht unbedingt. Es gibt auch Möglichkeiten, teilweise Positionen mit einer Zeit zu versehen. Wenn du siehst, dass der Markt Momentum bildet und zum Beispiel du innerhalb diesen Tages gesehen hast, dass der Markt Momentum bildet, kannst du sehen, dass du den Markt hier zum Beispiel einen halben Tag oder einen Dreivierteltag oder wie auch immer Zeit gibst. Du hast hier natürlich auch die Möglichkeit, mit der Limit Order zu arbeiten, definitiv. Ja, indem du sagst, du findest zum Beispiel Unterstützung, Widerstände und kannst da auch mit einer Limit Order arbeiten, aber das ist keine Limit Order, die im Markt verschimmeln sollte, sondern die du aktiv dann managst. Das heißt also, wenn du siehst, du legst hier zum Beispiel in einem Widerstandsbereich, legst du da eine Limit Order rein, hier übrigens sehr, sehr schön wieder von unten auch angetestet, du legst in diesem Bereich eine Limit Order rein, wenn sie abgeholt wird, sehr gut, wenn sie nicht abgeholt wird, aus dem Markt nehmen. Aber du kannst natürlich auch eine Limit Order reinlegen. Du kannst auch provisorisch häufig Limit Order reinlegen. Wenn du siehst, der Markt bildet ein tieferes Tief und bildet dann Aufwärtspotenzial, dann kannst du auch ein Limit Order arbeiten, weil solche Momentumkerzen, die kommen immer und immer wieder. Meistens kriegen wir sie halt nicht einfach so mit einer Limit Order, aber wenn du sie siehst oder sie mitbekommst und sie aktiv Market handeln kannst, kannst du das natürlich tun. Genau. Das ist sogar meistens eine Möglichkeit zu sagen, wenn wir Market verkaufen wollen, ist sehr, sehr schwer, einen vernünftigen Zeitpunkt zu finden. In so einem Fall, und das werden wir auch gemeinsam erarbeiten, finden wir halt auch Widerstandszonen und dann kannst du auch in einer Widerstandszone ein bzw. zwei Order platzieren, um dann letztendlich gegen das Momentum zu handeln. Das bedeutet, was wir für sehr, sehr wichtig erachten müssen, generell im Chart, und ich mache jetzt einfach mal den GBP-CHF, einfach mal komplett random. Was wir im Chart letztendlich beachten müssen ist, wie kommt der Markt in einen Widerstand oder wie kommt der Markt in eine Unterstützung und nicht ob. Hier ist der Markt in diesen Widerstandsbereich reingekommen. Hier ist der Widerstandsbereich. Machen wir den mal ein bisschen großzügiger. Einfach mal hier oben ist der Widerstandsbereich. Jetzt ist der Markt hier in diesen Widerstandsbereich reingekommen. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wenn der Markt hier mit großem Momentum reingekommen wäre, wäre das hier eine Möglichkeit zu shorten gewesen. Wir sehen aber für ein Momentum, das hier ist ein Momentum. Das hier sind diese großen Kerzen. Ja? Was der Markt hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kerzen gemacht hat, hat der Markt hier mit einer Kerze gemacht. Das heißt also, wir können nicht immer blind sagen, das ist ein Momentum oder das ist kein Momentum. Wir müssen auch hier immer den Markt relativ betrachten. Deswegen sehen wir als wichtigsten Komponenten im Markt das Volumen und die Liquidität bzw. Volumen, das gleiche, und die Volatilität. Und das sind Faktoren, die letztendlich die Kerzenbewegungen charakterisieren. Das heißt, um festzustellen, ob das ein Momentum ist oder nicht, müssen wir uns die vorherigen Bewegungen anschauen. Und das nicht zu tun, ist fahrlässig, weil wir dadurch den Marktkontext letztendlich nicht beachten. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel anschauen und sagen, der Markt hat hier seinen Widerstandsbereich, dann könnten wir zum Beispiel, wenn der Markt mit einem Momentum in diesen Bereich kommen würde, hätten wir hier eine schöne Short Order bekommen. Was passiert? Der Markt bewegt sich. Auf Tagesbasis ist das jetzt nicht ganz eindeutig, aber auf 4-Stunden-Basis ist das eine sehr, sehr schöne, sehr harmonische Bewegung nach oben. Unterstützung. Unterstützung. Der Markt bewegt sich hier sehr, sehr schön nach oben. Das heißt also, hier erstmal short zu gehen, ist bislang relativ gefährlich. Wir sehen nämlich, dass der Markt hier immer neue Unterstützungen bildet. Und das ist schon ein deutliches Unterstützungscluster, woran wir erkennen, hier gehen wir jetzt nicht mehr short. Und das ist das, was ich von euch brauche in den kommenden Tagen und Wochen. Ihr müsst ein Gespür dafür entwickeln oder ihr müsst diese Erfahrung letztendlich sammeln, wie sich der Markt auf diesen Widerstand reinbewegt. Wenn der Markt mit einem starken Momentum hochgekommen wäre, geniales Zeichen hier zu shorten. Weil dann sehen wir, der Markt kommt von hier relativ schnell nach oben. Und Longhändler sehen natürlich auch diese langen Dochte, sehen diesen Widerstandsbereich und gehen hier aus dem Markt. Was dazu führt, dass der Markt eine Abwärtsstruktur bildet. Was hier aber passiert ist,
Der Markt wurde gekauft, verkauft. Wurde wieder gemächlich gekauft, verkauft. Gemächlich gekauft, leicht verkauft. Und jetzt sehen wir langsam, es bildet sich kein neues Hoch mehr. Das heißt, diese Kerze wird jetzt mehr oder weniger entscheidend. Sehen wir, dass diese Kerze grün wird und hier hochkommt, dann haben wir wieder die Geschichte, kann das vielleicht ein Fake-Out werden oder nicht? Ja, das ist dann der nächste Punkt. Und das kommt so ein bisschen in die Richtung, was der Leonard gerade gefragt hatte, bezüglich woran man erkennt oder wann man in einem Dreieck einsteigt. Da würde ich aktueller Zeitpunkt nochmal meine YouTube-Videos empfehlen. Ich will jetzt die Masterclass nicht auf YouTube quasi ummünzen, aber da geht es quasi um diese, ich glaube, das sind drei Teile, Fakeout oder Breakout. Da geht es genau darum. Die gleichen Videos findet ihr aber auch in der Masterclass, beziehungsweise findet ihr ausführlicher. Ja, nichtsdestotrotz, wenn ihr da quasi die Frage gerade habt, da brennt, schaut euch das Video gerne an und dann kommt ihr sehr, sehr gerne mit den Fragen dann nochmal auf mich zu oder auf uns zu, werden wir gerne klären. Jetzt ist für uns nur wichtig zu verstehen, dass die Möglichkeiten, hier Short zu gehen, unterschiedlich sind. Ist das für euch erstmal nachvollziehbar? Alex, ich würde dir auf jeden Fall den Fakeout würde ich handeln. Den Fakeout würde ich handeln, vor allem wegen dieser Dochte hier. Das heißt also, wir müssen vorsichtig sein. Das heißt nicht, wenn der Markt schnell in einen Widerstand kommt, dass das grundsätzlich immer eine gute Möglichkeit ist zu handeln. Aber es bedeutet, wenn wir sehen, der Markt kommt hoch, fällt runter und kommt schnell wieder hoch. Und zwar müssen wir gucken, dass hier diese stufenförmigen Bewegungen, das sind Aufwärtsimpulse, da dürfen wir uns nicht gegenstellen. Und ich gucke mal, ob ich hier sowas finde, auf die Schnelle. Ja, ich sag mal zum Beispiel, jetzt einfach mal, einfaches Beispiel. Hier, wie kann ich den Kollegen jetzt hier machen? Moment. Ich mache das hier jetzt einfach mal weg. Das bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel Short gehen wollen, wir sehen, wir haben hier, der Markt kommt runter, hier runter, runter. Wir sehen hier vielleicht einen Widerstandsbereich. Wir sehen, der Markt bewegt sich stufenförmig nach oben. Ja, diese Stufen sind für uns sehr, sehr gefährlich, immer wenn wir hier Short gehen wollen. Und wenn wir das sehen, dann erkennen wir letztendlich, dass der Markt sehr, sehr schnell sich auch nach oben bewegt. Ja, diese Stufen quasi, die der Markt bildet, die sind sehr, sehr gefährlich, weil er immer wieder neues potenzielle Unterstützung bildet. Der Markt bildet immer wieder neue potenzielle Unterstützung, wodurch es immer weiter hochgehen kann. Das heißt also, wenn wir sowas hier finden, sehr, sehr gefährlich. Und jetzt können wir einmal Pause machen. Und erkennen zum Beispiel, dass der Markt hier, als er runtergefallen ist, mit Momentum hochgekommen ist, schön runtergefallen ist. Was wir aber erkennen, ja, es geht jetzt hier um diese Strecke. Der Markt fällt runter, kommt mit Momentum, ohne irgendwie einen Zwischenhalt zu machen, in diesen Widerstandsbereich. Wenn ihr hier Short gehen würdet, schön. Schöne Short-Möglichkeit. Was ihr seht, wenn der Markt hier, wenn ihr hier Short geht und der Markt stufenförmig hochkommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er durchbricht, sehr, sehr groß. Nachvollziehbar? Das wird für euch jetzt nicht viel Neues sein, aber es sollte euch definitiv darauf hinweisen, dass ihr den Markt nochmal genauer unterscheidet, dass ihr nochmal genauer untersucht, was im Markt passiert. Ich gehe nochmal in den, was machen wir, australischen Dollar JPY von mir aus. Hier oben ist der Widerstand, aktuelles Beispiel, wir sind fortgeschritten, aktuelles Beispiel, hier oben bildet sich ein Widerstand, hat sich ein Widerstand gebildet. Der Markt kommt jetzt hier sehr, sehr stark nach oben. Hier oben bildet sich nach aktueller Möglichkeit sehr, sehr schön Short-Potenzial. Was ich euch empfehle, ist so eine Art künstlerisches Auge zu entwickeln und eigentlich müsste ich mich selbst steinigen für diesen Ausdruck, aber was ich euch versuche quasi zu vermitteln ist, stellt euch vor eurem geistigen Auge vor, wie es aussehen würde, wenn zwei Dinge passieren. Der Markt geht weiter nach oben oder der Markt geht nach unten. Wenn ihr vor eurem geistigen Auge das widerspiegelt, bin ich fast sicher, dass sich für ganz viele von euch
ein harmonischeres Bild entgeben würde, wenn der Markt zumindest kurzfristig reagieren würde. Wenn der Markt hier einen Widerstand hat und anstatt, dass er so durchbricht, eher sowas bildet, oder? Zumindest kurzfristig sich erholt. Das liegt nämlich daran, dass wir sehen, hier hat der Markt stufenförmige Bewegung gebildet. Hier macht er das in einem Move wieder nach oben weg. Hier hat der Markt stufenförmige Bewegung nach unten entwickelt. Hier macht er das in einem Move wieder weg. Dieser Move kann letztendlich weiter als dieser Widerstand sein. Ja, das hier ist der sogenannte Overshoot wieder. Da haben wir den Kollegen wieder. Aber was letztendlich für uns interessant ist, ist, wenn diese Bewegungen, die der Markt vorher gebildet hat, innerhalb von wenigen Kerzen mit Momentum nach oben wieder gut macht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein neues Hoch bilden, nochmal so eine Kerze zu bilden, sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Weil wir müssen einfach mal diese Kerze, die wir hier haben, im Kontext zu den anderen sehen. Dass so eine Kerze von so einem Ausmaß hier irgendwo hingekommen ist, das ist die letzten Tage war das nicht. Das war die letzten Wochen und Monate nicht. Hier hatten wir ein starkes Momentum. Das war Juni, ja, mitten Corona. Das heißt also, wir müssen immer das Ganze relativ betrachten und sehen, das ist eine deutlich zu starke Bewegung für den Markt, die letztendlich verdaut wurde. Die wurde schon verdaut. Jetzt kommt der Markt nochmal hoch und da bietet sich das Potenzial, jetzt bald in diesem oberen Bereich hier, am besten hier oben, zu shorten. Und das ist das, was, ich überlege mal kurz, GBP-US-Dollar, habe ich das gerade das Signal auf Stundenbasis gegeben gehabt? Hier bildet sich eine Art Dreieck. Jetzt kann es schon wieder sein, dass das durchbricht. Was wir aber gesehen haben, ich mache das jetzt mal weg. Ich mache das einfach mal weg, diese Kerze. Was wir gesehen haben, als ich diese Kerze hier gebildet habe, Moment, mache ich mal auf H1. Ist, als wir gesehen haben, der Markt ist hier nach oben gekommen, hat quasi dieses Momentum, was hier sich nach unten gebildet hat, hat er langsam erstmal nach oben gut gemacht. Eine starke Impulsbewegung in einen Widerstandsbereich. Hier ist der Widerstand. Wir sehen, der Widerstand ist hier, der Markt schießt rüber, testet von oben an, fällt runter. Diesen Bereich hat der Markt mit Widerstand nochmal angetestet, fällt runter. Das ist diese Momentumkerze, gegen die wir uns mit diesem Signal, das, was ich gerade eben gegeben habe, gestellt haben. Aus dem einfachen Grund, wir sind hier mit einer überproportionalen Bewegung in einen Widerstandsbereich gekommen, nachdem der Markt quasi sehr, sehr stark nach unten gefallen ist. Nachdem der Markt sehr stark nach unten gefallen ist, wurde der Markt hier wieder aufgekauft und ist dann aus diesem Bereich hier nochmal mit einem Impuls nach oben katapultiert worden in einen Widerstandsbereich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier letztendlich korrigieren, ist deutlich erhöht. Dass wir hier nochmal deutlich korrigieren, weil hier oben die Gewinnmitnahmen erfolgen. Sowas ist hier, sowas wird nicht einfach überwunden. Und da könnt ihr euch, wenn ihr das, ich versuche das so gut wie möglich zu beschreiben, ich weiß nicht, ob das schwer ist oder ob das für viele doch möglich ist, versucht euch einfach mal vorzustellen, diese Kerze, die Einstundenkerze, wäre noch größer. Stellt euch mal vor, wie das aussehen würde. Sowas gibt es ganz, ganz selten im Trading. Und natürlich gibt es sowas auch, aber wir sind ja im Trading, weil wir Chancen gegen Risiko handeln, weil wir vor allem sagen, wir handeln nach einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Das, was häufiger passiert, das ist unser Freund. Und das passiert durchaus seltener. Also, was häufiger passiert, ist nämlich genau das. Und jetzt ist diese Abwärtsstruktur immer noch aktiv. Diese grüne Kerze, wenn die jetzt hier nicht bricht, habt ihr für heute Abend oder für morgen immer noch eine gute Short-Möglichkeit. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich denke mal, das sieht eher danach aus, dass wir hier nochmal einen Retest bekommen. Und dann, entscheide selbst, könnte sich hier nochmal ein kleiner Short-Trade ergeben. Habt ihr die heutigen Lektionen verstanden? Super. Danke auch für das Feedback. Wir machen Folgendes.
Ich bitte euch, dass ihr mir eine Hausaufgabe zukommen lasst. Ja, wir müssen einfach jetzt ins Handeln kommen. Wir werden auch gemeinsam bald mal Schulter über Schulter arbeiten. Dann werden wir virtuell über eure Schultern schauen und schauen, was ihr macht. Versucht mal bitte, Momentumkerzen zu markieren. Ihr habt hier bei TradingView die Ellipse und ihr könnt mal Momentumkerzen oder Momentum generell, was ihr als Momentum betrachtet, mit so einer Ellipse einzeichnen. Was ich von euch möchte, ist Folgendes. Der Markt bildet eine Spitze und das ist das brutalste Trading Setup, was ihr finden könnt. Der Markt bildet eine Spitze nach oben, fällt nach unten, kommt mit der nächsten Kerze mit Momentum nach oben und testet irgendeinen, entweder einen Widerstandsbereich hier an oder ihr seht, es wird ein Docht gebildet. Dieses Szenario hier ist mein absolutes Lieblingsszenario. Dieses Szenario hat mir schon so viel Geld verdient in meinem Leben. Wir sehen, der Markt bricht zum Beispiel Unterstützung, bricht nach unten. Das hier, diese rote Kerze, geht viel schneller nach unten. Dann versucht der Markt nochmal nach oben zu greifen. Natürlich wird hier das Momentum nicht reichen, um dass der Markt nochmal nach oben geht. Wir sehen, dass hier diese rote Kerze einen starken Abverkauf bewirkt hat. Entsprechend Erholung. Wir kommen in einen Bereich, der Markt fällt nach unten. Was ich von euch möchte, ist, dass ihr diese Szenarien einfach mal im Markt systematisch sucht. Vor allem Momentumkerzen einfach mal zur Übung, dass ihr das Momentum halbwegs vernünftig versucht einzugliedern. Aber viel, viel wichtiger ist noch dieses Szenario. Der Markt bricht durch eine Unterstützung, was wir als Ausbruch normalerweise kennen würden. Das ist der Fake-Out, der perfekte Fake-Out. Der Markt schließt sofort wieder zurück im Widerstandsbereich, versucht es nochmal, bildet ein tieferes Hoch und mit dieser Kerze geht ihr in den Markt. Sobald der Markt hier hochkommt und ihr seht, der Docht wird langsam gebildet, da holzt ihr rein. Das ist eine 92-prozentige Trefferquote. 100%. Also 100%, 92%. So, da holt ihr rein. Versucht, dieses Szenario zu finden. Ja, so. Unterstützung wird gebrochen von mir aus. Zack, der Markt kommt nochmal hoch. Dieses Szenario finden. So, ich verspreche euch, hoch und heilig, ich garantiere es euch, 22.22 Uhr, wenn ihr dieses Szenario findet und nicht greedy werdet, also nicht gierig werdet, sondern vernünftig darauf wartet, dieses Szenario bezahlt euch die Miete. Ich garantiere es euch. Dieses Szenario zu handeln, hier reinzukommen, zur Unterstützung zu handeln, das sind vielleicht nicht super viele Pips, das sind 40 Pips, 45 Pips. Wenn ihr das bekommt, das bezahlt euch die Miete. 100%, auf 4-Stunden-Basis suchen. 100%, garantiere ich euch. Zur Not, wenn das nicht stimmt, bezahle ich euch die Miete. Wenn ihr das systematisch in den Trades findet, und das ist nicht einfach, dieses Szenario zu finden, vor allem da halt, ich sag mal, darauf zu warten, bis sich sowas bildet. Das ist für mich auch nicht immer einfach. Etwas unsauberer, aber hier, der Markt spitze, prallt nach unten, kommt nochmal hoch mit Momentumkerzen, zwei Stück nach oben, tieferes Hoch, wieder zurück, Batsch, Durchbruch nach unten. Dass es nicht alles genauso Lehrbuch ist, ja, das sollte euch bewusst sein. Aber das hier ist quasi genau das gesuchte Szenario. Ist quasi wie so ein absteigendes Dreieck so gesehen. Ich glaube, bei so einem Setup Fibo benutzen, kannst du machen. Für diese Spitze hier oben bringt aber eigentlich nicht viel. Da schaust du eher danach, wo der Markt hier Unterstützung und Widerstand gefunden hat. Genau, das 100%, 92% Setup ist mein Lieblings-Setup. Aufgabe verstanden? Dann verstehe ich nicht, was ihr hier noch macht. An die Arbeit, Leute. An die Arbeit, drei Märkte, sehr gute Frage. An die Arbeit, geht raus aus dem Webinar hier, macht die Arbeit, wallstreetstory@gmail.com, los, los, los. Das wird euch die Miete zahlen, Leute. Bye, bye.